Willkommen bei War Thunder. Dies mit anderer Hintergrundmusik, wie ihr hören werdet. Ich finde die so episch. Ich höre gerade Battlefield 1943 Soundtrack. Und ich finde, der passt perfekt zu War Thunder, zu den Gefechten. Und ich hoffe, man hört mich laut genug. Ich habe es eigentlich richtig gut eingestellt, denke ich. So, und dann fliegen wir mal in die nächste Schlacht. Paradiesische Inseln, Bohrangriff. Die Einsatzgruppe zweier verfeindeter Parteien sind an unterschiedlichen Küsten derselben Insel an Land gegangen. Zu Beginn war man der Anwesen des anderen, bla bla bla. So, dann bin ich mal mit der BF-110 C4. Da, 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 da. Drehen wir es mal in der Kreise. Bis die anderen gespawnt sind. So, okay. So, dann wollen wir gucken. Oh, das ist Spitfire. Ein englischer Jagdflieger. BF-109, deutscher Jäger. Ich bleib mal in der Höhe. Ja, ich glaube, die Spitfire werde ich mir holen. Okay, der hat seine Bombe geworfen. Ach, das ist eine BF. Ja, ich habe jetzt die BF genommen. Mir ist zu schnell gerade. Da ist er. Ne, ist mein Freund. Ich hätte fast auf den Freund geschossen. Okay, ich habe sie doch wohl verloren. Ach ne, da war sie gerade. Das war jetzt ein bisschen schlecht von mir. Aber die kann ich noch kriegen. Shit. Nach oben fliegen das Tipp weg aus. Soll helfen, manchmal. In dem Fall bringt's nichts. Okay, das war schon mal nichts. Eine Abschusshilfe, aber. Kann ich auch nicht viel von kaufen. Im Wahnsinn des Wortes. Ja, klappt halt nicht immer. Ist auch schlecht von mir gemacht, muss man sagen. Do 217, zweiter Versuch mit dem Sperrjäger. Diesen Soundtrack, der geht normalerweise 5 Minuten, glaube ich. Ich habe den letzten Version, dass der eine Stunde lang durchrattert. So, eine Wellington. Ein Bomber, wenn ich mich täusche, glaube ich. Oder ein Jäger. Ich weiß es nämlich, ich tausche die meistens immer. Klingt hier jetzt relativ hoch. Aber die Dose hat eine gute Steiggeschwindigkeit. Relativ wenig Geschwindigkeitsverlust. Ich muss trotzdem nochmal zwischen. Um ein bisschen schneller zu werden. Ah, ist ein Bomber. Der schnell als jetzt das nächste, aber jetzt bin ich schon mal eine schöne Höhe. Jetzt kann ich mal versuchen, die anderen ein bisschen ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen und dann gucken wir mal, wo die anderen sind. Ich dachte, das ist ein Jäger, der mich gerade folgt. So. Ich weiß auch nicht, welches Ziel ich nehmen soll. Das sind Panzer, ich habe aber nur 20 Kilobomben, die machen den gar nichts. Der Focke Wolf ist schwer, aber kriegt man schon Punkte. Haubitzen könnte man noch ausschalten. Oder eine BF-109, die direkt auf den Flug zwingt. Eher ein Sturzflug, aber. Jetzt wieder. Ja, die Wahl zu initiieren ist schon schwer und auch entscheidend. Aber ich denke, mit der bin ich recht gut bedient. Die fliegen mir gerade schön gerade und unter mir. Ne, ich folge jetzt nicht mein Tempo. Das heißt, es ist schon hinter mir. Ah,
Ah, in der Wendigkeit ist halt mein hier ein bisschen schön. Ich bin zu schnell. Den habe ich mal schwer beschädigt. Oh fuck. Die ohne läuft ja mal gar nicht. Ja, dankeschön. Wollt wir nun eine Abschusshilfe? Grütze, ey. Dann hole ich jetzt mal mein Baby raus, die Focke Wolf, da in der Hoffnung, dass ich da was reißen kann. Mal endlich meinen ersten Kill hinkriege. Und wenn, dann liegt es an der Musik, dass ich so schlecht bin. Nee. Ah, geht ja mal gar nicht, was ich gerade fabriziere. Aber der Focker Wolf sollte doch was klappen hier. Entschuldigung. Ich war auch, weiß man, zu schnell. Das hatte ich nicht mehr in so Erinnerung. Vielleicht haben sie es auch so gepatcht, dass man, dass dann die Wendeschwindigkeit so doll eingeschränkt ist. Naja, lange nicht mehr Wasser mehr gespielt. Also seit gestern habe ich es erstmal wieder seit einem Monat oder so gespielt. Mehr als einen Monat. Mehr als einen Monat, ja. So eine Biofighter, das ist ein schwerer Jäger. Ui, ja. Auf einen Teil auf den Zug. Oh, das ist wild. Ich muss gehen, Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, da habe ich doch jetzt, weil der Zwischler steht jetzt irgendwo gegengeflogen und keiner von vor den angeschossen mehr. So schnell jedes Mal. Jetzt habe ich schon wieder den Anschluss verpasst. Setze ich gleich hinter mich setzen, irgendjemand wetten. Allein zwei Flugzeuge ausgeschaltet. Also, da komme ich auch mal mit BF rein. BF Battlefield. Jetzt geht's einigermaßen. Sollen wir noch nicht zufriedenstellen? Brunzel wurden uns jetzt noch gar nicht angegriffen. Ich habe noch zwei Bomber im Petto. Der werde ich dann wahrscheinlich die leichten Kreuzer da hinten kaputt machen. Ja. Eine U87. Wäre ja mal was. Ein Bomber, ja, den habe ich auch. Den könnte man eigentlich schön angreifen. Wie doch so tief. Hier waren er jetzt. Oh. Das sind die Jagd-9, die fliegt so auf mich zu. Da ist die U. Okay, der hat keinen Bock auf ein Gefecht, dass ich mich hinter mir. Treffer. Ich weiß immer noch nicht, wie manuell das Nachladen ist. Also ich wusste es mal, ich hab's wieder vergessen. Das ist ja durch den Schutz so gerade schneller als ich. Den habe ich, den hoffe ich, dass mein Partner den kriegt. Oh, nicht ein Treffer gelandet, ey, ist das schlecht. Ja, jetzt habe ich nur das normale MG. Wow, aber er hat einen Spritleck. 22 Sekunden warten. Gut. Zwei Sekunden, nicht nachgeladen. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt der Rasen näher. Hinter mir einer? Okay. Er hat den rechten Flügel ein bisschen beschädigt. Aber kein Loch drin, ne? Okay, ich habe keinen Treffer eingesteckt, er aber. Was der?
perfekter Treffer. Linke Klappen wurden beschädigt, das ist sehr gut. Ja, und bei mir wurde gleich der ganze Flügel abgeschossen mit einem Schuss. Naja, die hat mich die ganze Zeit verfolgt. So, jetzt müssen wir auch mal die Bodenziele kaputt machen. Da eignet sich meine U 88 am besten. Und zwar die leichten Kreuzer da. Ich meine Abschusshilfe. Leichte Kreuzer bringen übelst viele Punkte und sollten eigentlich mit 2500 Kilobomben auszuschalten sein. Und hier ist kein feindlicher Jäger. Das ist richtig geil, kann ich nicht ungestört, außer das Flakfeuer der Kreuzer, die ist ja schon echt heftig, wie ihr gleich sehen werdet, aber ich denke mal, dass ich da mit Glück durchkomme. Ich trinke mal kurz was. Oh, wir gehen verloren, da muss ich echt mal Gas geben. Dann mache ich noch einen Steigungswinkel höher. Mein Senkungswinkel, Entschuldigung. Ich will noch die leichten Kreuzer kaputt machen, Leute. Nein! Verteile ich doch mal! So noch unser Flug. Ah, die haben unsere Basen kaputt gemacht. Jetzt ist nur der Flughafen da. Jetzt sollte es dann ein bisschen länger dauern. So, 3 Kilometer sollte jetzt unsere. Sollten jetzt meine Kreuzer. So, jetzt werden die gleich hier Flak veröffnen. Genau. Okay. Gut, das war schon mal der erste. Dann muss der mal 50 Kilobomben kriegen. Nein, schade. Mann, den wollte ich noch ganz zerstören. Okay. Dann gucken wir so schön die Sales an. Das war nicht so erfolgreich die Runde, auch für mich nicht. Schwach angefangen, danach ein bisschen gesteigert. Da. Schön mir eine Schlachttrophäe, warum auch immer, verstehe ich nicht, warum ich mal so eine Trophäe hier kriege. Sei es drum, ich kriege immer übelst viele Münzen. So, sehr schön. Super, dann danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, das heißt War Thunder, Battlefield, Anno, Company Heroes oder sonst was. Okay, dann bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Let's Play. Danke fürs Zugucken, ciao!